Und wenn wir keine stabile Identität haben, dann machen wir sehr vieles, um bei anderen Leuten gut dazustehen. Das kann dann auch so weit führen, dass wir unser ganzes Leben damit verschwenden, um ein bisschen Ansehen von ein paar Leuten zu erlangen. Wenn ich über so ein Leben nachdenke, dann denke ich mir, das ist ja wirklich anstrengend. Du arbeitest, du strengst dich an, um gut auszusehen, um Besitz zu haben, nur damit irgendjemand sagt, wow, gut gemacht. Aber am Ende, wenn man alleine ist und sich fragt, wie geht's eigentlich mir, ist das ganze Leben nur zerbrochen. Wir liegen dann da in Scherben. Aber genau das ist Gottes Wille nicht für unser Leben.